Endlich den ersten Dreier holen, die Mission für Heimstetten gegen den Aufsteiger aus Rhein. Und der SVH auch direkt mit der ersten Gelegenheit. Robinson will hier klären, trifft allerdings nur Dumke, Severin Müller in Thomas-Müller-Manier. Klatsch an den Pfosten in der 24. Minute. Wir springen in die zweite Hälfte, wieder der SVH und jetzt wird's gleich kurios. Das ist zunächst Scheels, der bekommt den Ball hier wieder, vorbei an Maschke, Götzklär trifft aber den eigenen Mann und Dunke ist da! Die Führung für Heimstetten in der 63. Minute. Nur 7 Zeigerumdrehungen später. Die Flanke auf Hannemann. Halb Schuss, halb Pass, egal, Müller mit starker Ballannahme und Manuel Dunke steht erneut goldrichtig. Der doppelte Dunke erhöht auf 2:0. Und der SVH macht weiter. 87. Minute, Sabak setzt sich stark durch. Technisch anspruchsvoller Lupfer auf den eingewechselten Gartmann. Und Rojek macht alles klar. Das 3:0, dann auch der Endstand. Heimstetten feiert die ersten 3 Punkte dieser Regionalligaspielzeit.